Als Mitarbeiterin im Bereich Verpackung bei Arysta übernimmt Sabine Gehlhaar gern Verantwortung. Verantwortung dafür, dass die tausenden Tiefkühlbackwaren, die hier in Kartons verpackt werden, in perfektem Zustand beim Kunden ankommen. Bei Arysta hat sie den Neuanfang geschafft. Ich hatte mich 2012 hier beworben. Ich war vorher beim Bäcker und habe es über das Internet gefunden, weil ich einfach was Neues mal machen wollte. Und hier eigentlich die Chancen auch relativ groß sind, dass man auch schnell aufsteigen kann. Weil hier einfach genug Bereiche sind, wo man auch was erreichen kann. Für Mitarbeiter in der Verpackung, in der Produktion mit einfachen Prozessen, was das Verpacken von Produkten angeht, was das Richten von Produkten angeht, das Auffüllen von Vorratsbehältern, nehmen wir auch gerne Quereinsteiger, suchen Menschen aus branchenfremden Bereichen, aber sehr gerne auch natürlich aus dem Bäcker- und Lebensmittelbereich im Allgemeinen. Die Mitarbeiter in Produktion und Verpackung sind im Vierschichtmodell rund um die Uhr im Einsatz. Von Anfang an bekommen sie Schulungen, die sie mit den hochmodernen Produktionsanlagen und den hohen Hygiene- und Qualitätsstandards vertraut machen. Auch darüber hinaus bietet Arysta Weiterbildungen an, die es den Mitarbeitern ermöglichen, im Unternehmen aufzusteigen. Die Vergütung richtet sich nach unserem hauseigenen Tarifvertrag, den wir mit der Gewerkschaft NGG abgeschlossen haben. Hinzu kommen Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit. Ebenso erhalten Sie Jahressonderzahlungen in Form von Urlaubs- und Weihnachtsgeld ab dem ersten Jahr der Betriebszugehörigkeit. Der Urlaub beträgt bei uns 27 Tage Grundurlaub, zuzüglich 4 Tage Zusatzurlaub. Wer hochmotiviert, mobil und bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, findet bei Arysta ein optimales Arbeitsumfeld und beste Voraussetzungen, sich schnell zur Führungskraft weiterzuentwickeln.